Das war nicht mal in meiner Nähe, aber okay. Oh, der Aufstand ist beendet? Irgendwie, ich bin mir nicht sicher, was da los ist. Ich wünschte, ich hätte Ahnung von dem Spiel, habe ich aber nicht. Kann ja noch werden. Ja, ich muss noch ein paar hundert Stunden reinstecken, ich weiß. So, können wir das jetzt mal hier unter Kontrolle bringen? So langsam wird's mal Zeit. So leicht lässt sich das Volk nicht unterdrücken. Ach, das ist doch nicht wahr! Unser Marschall hat versagt. Eine neue Rebellion bedroht unser Land. Die Unruhen in einer unserer Provinzen sind vorbei. Sofort. Für die Ehre. Angriff! Was? So, wir haben wohl von Franka assimiliert. Was? Ich hab die gerade angegriffen. Jetzt nicht mehr. Na toll. Ich wollte gerade einmarschieren und dann kommt auf einmal herzlichen Glückwunsch, sie haben den Krieg gewonnen. Ist auch schön. Ja, aber nichts eingenommen. Toll, hätte ich mir sparen können. Kann ich immer alles haben. Gott. Scheiße. Okay, machen wir. Machen wir bei Genua weiter. Ist auch nicht so schlimm. Kann ich langsam in Granada mal für Ordnung sorgen? So langsam wird es nur Zeit. Genua ist auch nur eine Provinz, ne? Ja. Was ist euer Wunsch? Wir haben ein neues Gebäude errichtet, Majestät. Das kann ich leider nicht tun. Wo ist das? Ich weiß nicht. Diese scheiß Granate, das zieht sich echt hin. So, ich könnte mal wieder versuchen zu sparen für eine weitere Kaserne. Und dann vielleicht doch endlich mal Granada befriedigen. Ich bin bereit. So, wir bellen bei Granada. Jetzt bin ich. Ja, ich habe hier schon zum zweiten Mal versucht, die Ordnung da herzustellen und bin zweimal gescheitert. Dann haben sich wieder neue Rebellen da oben. Ja, hallo, würden Sie bitte mal da hineinmarschieren? Ja, für die Krone! Ja, das ist eh zu spät. Wir haben eine feindliche Armee zermalmt. Ich kann euch berichten, dass die Rebellen erledigt sind, Majestät. Der Adel sieht uns in besserem Licht. Oh, hat das jetzt automatisch die Ordnung hingestellt? Behausung. Ah, ich habe meine zweite Kaserne. Nicht mal ich kann das tun. Sofort. War nicht so ganz wie geplant, aber... Was ist euer Wunsch? Fast schon, würde ich sagen. Ich muss da vielleicht bei Gelegenheit einen Priester. Was kostet denn so ein Priester? 500 natürlich. Warum habe ich einen Krieg angefangen, kriege ich wieder Rebellion hier. Ja, wir stehen fest zusammen. Okay, ich wollte eigentlich hier noch eine Kaserne reinballern. Irgendwas anderes reinballern. Auch kein Geld mehr zu sparen jetzt, ne? Ja, gut, wenn das so ist. Wie lautet euer Befehl? Okay, ich wollte irgendwann nochmal Flusshandel bauen, weil ich das nicht habe.
Keine Ahnung, ob das überhaupt sinnvoll ist, aber hey. Ich habe schon erfolgreich 2 Städte angenommen. Es lief alles nicht so wie geplant, aber ich schreite doch voran. So, Navarra, was hast du denn für Verbündete? Du hast nur Freunde und das ist Frankreich. Ech. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Meridianreich. Wo ist denn die? Da ist die Schweiz. Was ist mit mir? Unsere Kaufleute sind zufrieden mit uns, Majestät. Perfekt. Nein, dann muss man erstmal suchen, die Schweiz. Morgen werden wir reicher sein. So, was bringt denn hier am meisten? Die Schweiz. Export und Import liegen mir im Blut. Hört sie das doch gleich mal. Ich warte gespannt auf eure Befehle. Mein Name ist ganze Goldsäcke wert. Die Stabilität ist in Teilen unserer Lande bedroht, Majestät. Sollte meine Ohren kosten, was das will. Sollte mal Bordelle bauen, ich glaube. Ein Brief vom Papst ist eingetroffen, Majestät. Die Meinung unseres Klerus schwindet, Majestät. Die Möbel, der Klerus mag es nicht, wenn ich dem Papst keine Kohlen gebe, verstehe. Verstehe. So. Details. So, dann gleich mal. Gleich mal den Spaß in meinen Städten steigern. Indem ich Bordelle baue. Mein erster Handel hier ist abgeschlossen. Vernichten. Schade. Aber ich gewinne hier. Was genau gewinnst du? Die Schlacht gegen Genua. Die Meinung unserer Kaufleute hat sich verbessert. Na gut, das wurde vom Schwedens angenommen. Schweden räumt auf. Ne? Junge, Spitzbar. Wohl im Geld hier. Hat wohl nicht mehr alle Latten am Zaun. Die Kaufleute im Reich rühmen eure Taten, Majestät. Ein fremdes Volk bereitet uns Probleme, Majestät. Nee, ist das schon alles nicht wahr hier? Kämpft um den Sieg! Neue Taktiken sind immer hilfreich. Ach, schieß doch die Wände. Eine gute Strategie. Was wollte ich machen? Ach, richtig, ich wollte Bordelle bauen. Unsere Späher haben ein Söldnerlager entdeckt. Bordelle. 2 in Stadt, 1 Zufriedenheit. Gut, Bordelle werden gebaut.
Unser Prinz sollte am königlichen Hof eingeführt werden, Majestät. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Der Feind wird fallen, das schwöre ich. Wir waren siegreich, Majestät. Die Rebellen in unserem Land wurden besiegt. Herr, mein Herr, unser Adel ist zufrieden mit uns. Die Armee hat sie so ein bisschen aufgelöst. Betrachtet meine? Es als erledigt, meine. Majestät. Betrachtet es als auch. Erledigt, Majestät. Die Meinung unserer Bauern hat sich verbessert, Majestät. Irgendwie kamen da noch auf einmal Truppen von abgeschlossen. Irgendwoher. Ich habe die Stadt zwar eingenommen, aber danach kamen irgendwie Truppen von denen noch und dann war ich verloren. Und auch gehört mir die Stadt. Ich habe erstmal Hotels in meinem ganzen Land gebaut. Halt nur blöd, weil ich auch jetzt Rebellen in meinem Land habe. Ach, die hast du doch ständig. Ich habe Kohlen, ich weiß nicht warum, aber ich habe Kohlen, lass uns ausgeben. Flusshandel? Ja, lass mal Flusshandel bauen. Habe ich noch nicht gebaut, lass mal bauen. Kann ich auch Bewässerung bauen? So, wenn ich hier keine zweite Kaserne baue, was baue ich denn dann da? Treidefarm. Also Marktplatz habe ich schon. So, wie geht das jetzt hier mit den Söldnern? Ja, kriegst du drauf, dann kannst du kaufen. Kann ich die rüberziehen? Ah, ich kann die rüberziehen. Kostet aber richtig Kohlen. Alter. Eine gute Strategie. Ja, vollkommen übertrieben. Ich hab grad gemerkt, wie viel Kohlen die kosten, ja? Na, 2000 pro Stück. Ja, nicht alle. Majestät, und die kosten unser Prinz mehr, ist bereit, manche kosten ein bisschen weniger, beizutreten. Generell schon ganz schön teuer, ne? Ja, okay, ich brauch die aber trotzdem. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, Herr. So, hier haben wir zwei vollständige Armeen. Das lässt sich doch schon mal sehen. Granada ist immer noch so mäßig glücklich. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? Kann die bestimmt irgendwie bekehren? Müsste ich vermutlich einen weiteren Kleriker anheuern. Vertraut euch mir an. Ah, das kostet 1700. Ich werde diese Stadt in Gottes Willen führen. Benötigt ihr meinen Rat, Majestät? Ich würde gern bekehren, aber... Ein neuer Papst steht der katholischen Kirche vor. Soll ich denn das Geld jetzt nehmen, um das einfach auszubauen? Weißt du, was das kostet? 4500. Oh, das andere ist recht billig. Papst ist schon wieder tot. Der König ist tot. Lang lebe sein Nachfolger. Die Meinung unseres Adels ist etwas schlechter. Habt ihr alle Steuern eingetrieben? Dass wir bezahlen können von mir irgendwas. Jetzt kann ich unsere Ausgaben optimieren. Schon leichte Grafikfehler, warum auch immer. Guten Tag, Majestät. Ich würde jetzt gerne erstmal Granada bekehren. Die den richtigen Glauben haben. Die glauben nämlich falsch.
neue Kaserne kann ich auch nicht bauen. Wobei, kostet 1700 schon wieder. Weil es sich hier echt lohnen würde, noch einen zu bauen. Ach. Möge Gott euch schützen, Herr. Eins am anderen. 110. Moment. Unsere Schatzkammer, Herr. Das kostet auch noch Unterhalt, die zu bekehren, sehe ich gerade. Gut. Dann können wir es erst richtig leisten, okay. Ein ausgeschmissenes Geld für den. Benötigt ihr meinen Rat? Willst du deinen Glauben verbreiten? Ja, ich wollte die Stadt bekehren, aber ich sehe gerade, das kostet auch noch Unterhalt. Mein Herr. Benötigt ihr meinen Rat, Majestät? Dann lassen wir das doch erstmal. Ihr werdet es nicht bereuen, Herr. Habe ich eigentlich schon alle meine Städte ausgebaut? Der Kreuzzug ist vorbei. Die Armeen haben ihr Ziel erobert. Soll ich auch mal tun. Scheint mir sinnvoll. Ja, mein Herr. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Was war das jetzt für eine diplomatische Botschaft, die sofort wieder weg war? Hast du mir was geschickt? Nein. Okay. Ich hab nichts geschickt. So, kann man hier nicht irgendwie auch Gebäude nochmal verbessern? Oder nicht irgendwo was? Das lohnt sich hier, die meisten, um eine Kaserne zu bauen. 2,7 haben wir bald. Yeah. Egal, ich habe die meisten Punkte, also das ist schon mal das Wichtigste. Religion und Kultur. Für irgendwas ausgeben in der Legion? Gesegneten Tag. Ja, ich kann das dafür verwenden. Eh nicht die Kohlen dafür. Guten Tag, Majestät. Fühle ich mich erleuchtet. Oh, Scheiße. Möge Gott euch schützen, nicht okay. Oder? Doch. Was? Ja, sieht ganz gut aus. Ich glaube, ich habe die Schlacht gegen Genua gewonnen. Du glaubst? Ja, habe ich jetzt gewonnen. Ja, da waren noch so ein paar Truppen, die ich noch besiegen musste. Habe ich jetzt aber gemacht. Also müsste. Ein neues Gebäude wurde fertiggestellt, Majestät. Das habe ich auch schon gemacht. Achso, ja dann. Aber komischerweise ist hier noch Krieg gegen Genua. Steht bei mir noch so. Haben wir noch mehr Gottes Provinzen? Segen war diesmal nicht mit uns. Nicht, dass ich wüsste. Oder? Weiß ich doch nicht, wo du noch Krieg führst. Genua. Ah ja, da. Ayakio. Auf der Insel. Ach, die Insel noch. Ach, die Scheiße. Da kommen die ganzen Truppen her.
Vermutlich. Aber vielleicht kannst du Frieden schließen. Wenn du nicht auf die Insel willst. Oh, will ich auf die Insel? Kommst du überhaupt auf die Insel? Doch, doch, komm ich schon. Kannst du nur du? Aber ich mach das jetzt erstmal nicht, oder? Ich weiß nicht, wie viel haben die da noch? Ach, ich guck mir das mal an. Das ziehen wir doch mal neu hier. Gut. Gut, sortiert ist halb gewonnen. Das Wasser wollen wir nicht. Portugal habe ich Handelsabkommen. Hier haben wir natürlich mit Navarra. Oh Gott, die haben Britannien und Frankreich als Verbündeten. Scheiße. Aragonien hat. Oh Gott, hat Aragonien viele Freunde. Habe ich überhaupt Freunde? Ich glaube, ich habe keine Freunde. Kann ich mir das anschauen? Nee, ich habe keine Freunde, ich habe nur Bedrohungen. Auch schön. Wenn dies euer Wille ist. Wem treibe ich den Handel überhaupt? Ach, wer braucht schon Freunde? Wir haben die Meinung unseres Klerus verbessert. Wer braucht schon Freunde? Ich habe in der Realität ja auch keine. Oh, super Belagerungswaffen, glaube ich, auch geil.